geliest. Ich extra noch mehr aus dem Herzen kommen lassen. Dieter, was soll das? Finde ich echt nicht gut, dass du auf Provokation gehst. Heute jedenfalls bin ich hier mit einem richtig coolen Geheimort. Der Dieter wird sich auf alle Fälle freuen, denn ich wette, er kennt ihn nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Das ist ein kugelsicherer Pool. Was? Kugelsicherer Pool? Hast du was genommen, Jan? Zum ersten muss ich ja sagen und zweitens. Ja, nein, eigentlich nicht. Und dieser Ort befindet sich da, wo ich es gerade gesehen habe. Da musste ich es leider schneiden, weil es zu ein paar Komplikationen kam. Schlachterei, nee, nicht wirklich. Irgendwie war ich zu blöd aufzunehmen. Jedenfalls sehen wir dann hier den Weg. Einfach so müsst ihr laufen, wie ich hier laufe. Da muss man einmal rüberhüpfen, aber dann kommt wieder eine neue Leiter. Und wenn wir jetzt hier gehen, schaut mal nach rechts. Da ist eine Glastür und eine Glaswand. Und da drin ist so ein ganzes Apartmentkonstrukt. Mit einem fetten Pool, aber der Pool hat nun einen kleinen Haken. Und zwar ist da kein Wasser im Pool, allerdings sind die Texturen vorhanden, als wäre da Wasser. Denn, liebe Leute, jetzt schaut mal zu, ich schieße hier, die anderen haben auch schon raufgeschossen. Und zwar sehen wir, dass die Einschusslöcher von uns aus gesehen in der Luft sind. Allerdings würde alles Sinn ergeben, denn Rockstar Games hat meiner Meinung nach hier einfach mal das Wasser vergessen oder das mit Absicht gemacht, das ist hier die Frage. Ihr seht, die Einschusslöcher sind direkt in der Höhe da, wo normalerweise das Wasser beginnen würde, an einem Pool oder aufhören würde. Und die Einschusslöcher sind in Kopfhöhe und jetzt kommt der Knüller. Wenn ihr da seid und euch duckt und euch einfach so duckt wie ich und nehmt euch dann wirklich eine Haftgranate explodieren sollte, aber ihr in Deckung seid, sprich unter diesen Einschusslöchern, unter dieser unsichtbaren Wand, passiert euch einfach mal gar nichts, ja? Alles ganz realistisch und selbst wenn ihr zwei Handgranaten legt oder Haftbomben legt, passiert euch immer noch nichts, also die Menge macht's nicht, ihr seid komplett sicher. Und eine andere richtig coole Sache ist dabei auch noch, falls euch jemand mit diesem Tränengas abwerfen möchte, euch zum Weinen bringen möchte, die Augen tränen lassen möchte, kann er auch nicht machen. Ihr seht, ich verliere kein Leben, mein Typ zuckt nicht oder der Bildschirm wird an den Rändern nicht rot. Das heißt, das Tränengas kann uns da überhaupt nicht anhaben und wir sind dann am Ende doch noch die mit dem lachenden Gesicht. Aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch etwas mehr, ist das hier. Und zwar sitzt er ja unterhalb dieser unsichtbaren Mauer und man kann ihm dabei überhaupt nichts anhaben, selbst mit den Waffen. Aber da ist er mir auch was in den Weg gelaufen. Tut mir leid, wenn du das Video siehst. Das war wirklich nicht beabsichtigt. Du hast es ja gerade gesehen. Da raucht der Mensch, aber ihm passiert durch dieses Tränengas nichts und durch meine Waffe auch nicht. Aber jetzt kommen wir zu der Frage der Fragen. Warum ich keine Special-Effekte benutze. Dazu kommen wir jetzt, mein Junge. Keine Angst. Die Frage ist doch vielmehr, was mit diesem Menschen passieren wird, wenn wir immer weiter nach oben wandern mit der Pistole immer weiter Richtung Schläfe. Und dann wollen wir ihn natürlich da anschießen, aber ihr seht es wahrscheinlich schon, komm, richtig, wir sind über dieser unsichtbaren Mauer und der Junge musste dran glauben. Ja! Es ist leider nicht perfekt, dieser Glitch. Und somit ist dieser Glitch hier allerdings auch nicht zu noobig. Also, falls ihr mal der ultimative Boss aus eurer Freundesliste sein wollt, dann müsst ihr unbedingt zu dieser Location hierher kommen. Und ich wette mit euch, eure Freunde kennen diesen Ort nicht. Und dann könnt ihr die gleich mal verblüffen mit euren geilen Modder-Skills. Auf alle Fälle mal richtig bosshaft wieder unterwegs sein könnt. Und dann würde ich euch bitten, falls ihr diese Location noch nicht kanntet, machen wir wieder eine richtige Community-Aktion draus. Wir lassen 700 Likes für dieses Video als Ziel stehen. Und ich wette, wir schaffen das über Nacht. Sieht es genauso? Dann setzt jetzt den Like-Button in Vibration, Dauervibration, gib die Vibration weiter bis zum morgigen Video. Bis dahin, euer...